Er ist ein absoluter Ausnahmeathlet, holte dreimal in kurzer Folge den WM-Titel in der 470er-Klasse und in London olympisches Gold. 2013 wurde er zum Weltsegler des Jahres gekürt. Matthew Belcher sagt selbst, dass er viel Glück hat, das machen zu können, was er liebt. You know, I'm really fortunate. My father-in-law builds our boats, got an amazing coach and you know, I'm just lucky to be able to do what I love every day. Seine Frau Friederike unterstützt ihn bei all seinen Abenteuern und weiß, was jemand braucht, wenn es mal nicht so gut läuft. Dadurch, dass wir das so lange parallel gemacht haben, weiß ich genau, wie es bei ihm dann an dem Tag aussieht und was er hören will und was nicht. Gute Ratschläge im Allgemeinen nicht. Natürlich kann auch mal solch einem Weltklasse-Segler ein Fehler unterlaufen. Seine Frau kommentiert das Verpassen des Ziels mit Humor. Ich habe zufällig sogar es im Live-TV verfolgt und musste ein bisschen lachen. Seit neuestem ist er auch noch der Skipper des australischen America's Cup Teams und freut sich auf die spannende Aufgabe. We don't have, you know, the America's Cup experience as a team. It's a startup team, so we have a lot of work to do to build our structure, our systems, our management team. Obviously get the commercial and the financial support in place, but we've got a lot of talent. Zeit für die Familie bleibt bei so viel Training natürlich nicht, aber Matthew und seine Frau Friederike haben eine gute Lösung gefunden. Wir fahren, wo wir können, zu Regatten mit, und wenn wir da das nicht machen würden, wären halt die Zeiten, die wir uns nicht sehen, einfach viel zu lang. Sie verrät uns auch, dass Matthew selbst zu Hause ganz der Sportsmann ist. Sportsmann ist er immer, alles ist Wettkampf. Eine Eigenschaft, die ihm natürlich im Wettkampf zugute kommt. Seine Trainingsdevise klingt daher einfach, aber logisch. The more time on the water, the better you'll be. Wir drücken ihm die Daumen.